Willkommen aus München, wo es heute ein ganz besonderes Unboxing gibt, nämlich das des neuen Moto i, dem Moto i der zweiten Generation mit 4G, also LTE. Motorola hat sich etwas ganz Besonderes überlegt. Ihr wisst, nächste Woche steht der MWC an und dort gibt es viele Hersteller, viele Pressekonferenzen und viele neue Geräte. Motorola hat da was Einzigartiges gemacht und zwar haben die gedacht, wir schicken den Leuten das Ding einfach inklusive Präsentation nach Hause und ja, so schaut das dann aus. Ich zeige euch das mal. Ihr seht schon, hier gibt es ein paar Klappen. Vorne drauf steht natürlich das Gerät und dann sehen wir schon, man hat sich hier sehr, sehr viel Mühe mit der Verpackung gegeben. So in etwa sieht es auf einer Pressekonferenz aus, damit ihr das auch alle mal vorstellen könnt. Wir werden hier natürlich begrüßt. Dann kommt der Aufzug, wo wir in irgendeinen geheimen Raum fahren könnten zum Beispiel. Und natürlich steht überall auch eins der Testgeräte aus. Es geht noch weiter. Das ist quasi die Bühne. Wir haben die richtige Perspektive. Hier sitzen die Journalisten und hier vorne ist dann jemand, der das neue Produkt präsentiert, das sich dahinter befindet. Dazu aber gleich mehr. Was ich hier gerade rausgeholt habe, das sind die üblichen Zettel, also sowas wie die ersten Schritte zum Beispiel. Wir wollen das Ganze aber nochmal zumachen. Bevor wir uns das Moto i anschauen, gibt es nämlich auf der Rückseite noch den Inhalt, beziehungsweise den weiteren Lieferumfang und den schauen wir uns auch noch kurz an. Ein bisschen was Luftpolsterfolie zum Spielen und dann sehen wir hier vier Sachen. Das hier sind sogenannte Motorola-Bänder. Was das ist, das gucken wir uns gleich noch an. Und dann finden wir noch ein Datenkabel, natürlich Micro-USB auf USB und ein Netzteil. Ist ein bisschen schmutzig geworden hier, aber das macht nichts. Ist nur ein Pressesample. Bei euch sieht das dann sauberer aus. Um das Ding zu laden oder natürlich Dateien auszutauschen. Gut, Smartband lassen wir mal hier an der Seite liegen. Machen das hinten wieder zu. Gucken uns die Präsentation nochmal kurz an. Und dann holen wir es uns raus. Den guten Herrn schubsen wir mal zur Seite. Und dann kommen wir zum neuen Moto i, zweite Generation 4G LTE, so der volle Name. Gut, gehen wir mal ein bisschen näher ran, damit man auch wirklich alles erkennt. Das ist es also, die zweite Generation des Motorola Moto E. Motorola hat ja schon einige interessante Smartphones rausgehauen in den letzten 2 Jahren. Das Moto i ist ein Einsteigergerät und hier sehen wir schon die wichtigsten Specs. Also LTE 4,5 Zoll Quad-Core-Prozessor, 2390 mAh hat der Akku, SD-Karte und Front- und Hauptkamera. Warum ist das besonders? Weil es beim Moto i keine Frontkamera gab. Ja, die Folie machen wir mal kurz ab. Zumindest probieren wir es. Das ist mal sowas von passgenau. Da passt leider kein Fingernagel drunter. Greifen wir mal zu Werkzeug. Wenn ihr sowas macht, dann seid vorsichtig, dass ihr nicht das Display trefft. So. Ja, nein. So. Natürlich hat das Display nichts abbekommen. Folie ab und so schaut es aus. Ja, das ist es. Das ist das neue Moto i, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Auf der Vorderseite gibt es noch nicht so viel zu sehen. Wir haben hier eine breite Hörmuschel, wir haben eine Frontkamera und wir haben auch, sehe ich da ein paar Sensoren? Ja, ich sehe da auch einen Sensor. Auf der Rückseite, Sekundärmikrofon, natürlich eine Kamera und hier diesen geilen Pönöppel, den die Motorola-Geräte haben, die sehr zum Spielen einladen. Auf der rechten Seite auf angenehmer Höhe finden wir die Power-Taste und auch die Lautstärkewippe lassen sich beide gut und feste drücken, haben einen guten Druckpunkt und da wackelt auch nichts. Auf der Oberseite 3,5 mm Klinkenstecker fürs Headset, auf der linken Seite nichts und auf der Unterseite finden wir den Micro-USB-Anschluss und hier die Möglichkeit, dass wir etwas abnehmen können. Finger also mal rein. So, und jetzt seht ihr, wir können nicht die Rückseite abnehmen, sondern einfach nur dieses Smartband, das Motorola Band, so heißt es. Wozu das Ganze? Wir können das Ganze individualisieren. Wir haben zwei Grundfarben, schwarz und weiß. Das hier ist übrigens eine Soft-Touch-Oberfläche, fühlt sich sehr, sehr gut an. Und dann können wir eben dieses Band hier außenrum in verschiedenen, es gibt insgesamt 8 verschiedene Farben kaufen und uns das Ganze individualisieren. Das ist schon ein ganz netter Kontrast hier, finde ich gut. Wozu das Ganze?
Zum einen aus Individualisierungsgründen, aber darunter versteckt sich auch noch ein bisschen was und das zeige ich euch. Nämlich, ihr seht ihr schon, hier ist was und auf der anderen Seite ist auch was. Hier finden wir dann den Steckplatz für die Micro-SD-Karte und auch die Micro-SIM-Karte, aber nicht nur für eine, sondern hier passt noch eine zweite ran. Ist also wieder Dual-SIM. Ja, wir können auch noch mal rumgehen. Hier seht ihr dann die Tasten in Naked-Style quasi. Wir machen mal das Blau drauf, weil es einfach ein bisschen spannender aussieht und gucken dann, was es sonst noch so zum Motorola Moto E zu sagen gibt. Wir starten das Ding einfach mal und während das dann hochfährt, gibt es von mir schon ein paar ja, interessante Daten. Ausgeliefert wird das gute Stück mit Android 5.0.2, also schon mit Lollipop. Man kennt das von den Motorola-Geräten, die sind ja immer on top. Das Ganze ist ein bisschen größer und breiter geworden im Vergleich zum Vorgänger. Verzeihung, wir haben jetzt 66,8 mm in der Breite, 129,9 in der Höhe und 5,2 bis 12,8 mm ist das dick. Warum diese Unterschiede? Naja, ihr seht schon, das Ganze ist gebogen. Natürlich ist es am Rand deutlich dünner als in der Mitte. Sehen wir eine schöne Boot-Animation? Ja, so ein bisschen schön geht schon. 143 Gramm wiegt das gute Stück, damit ist es 1 Gramm schwerer als der Vorgänger, fällt also nicht auf. Und wir haben ein 4,5 Zoll, also 0,2 Zoll größeres Display. Das löst weiterhin mit QHD auf, 540 mal 960 Pixel, ist dieselbe Auflösung, da wir aber, Verzeihung, ihr seht schon, die Verpackung haut hier ordentlich rein und mein Hals spielt da nicht so ganz mit. Ja, also was ich sagen wollte, das Display ist ein bisschen größer geworden, die Auflösung gleich geblieben. Also haben wir jetzt ein paar Pixel per Inch weniger. 11 genauer gesagt. Wir sind bei 245. Gut, ich richte mal ein und werde gleichzeitig ein paar weitere Specs sagen. 8 GB hat der interne Speicher, kann aber, wir haben es eben schon gesehen, per Speicher erweitert werden. Maximal 32 GB werden angegeben. Wir haben eine 5-Megapixel-Kamera. Die finden wir hier und neu. Eine VGA-Kamera auf der Vorderseite für ja so ein paar schöne Fotos oder auch kleine Videos. Es gibt ein Quick Capture Feature, das wir uns nachher auch mal anschauen werden. Wenn wir das Gerät zweimal schütteln, dann können wir direkt die Kamera aufrufen. So, Standortdienste deaktivieren wir mal. Wir sehen schon Lollipop Design, sehr, sehr schön. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und ja. Wie gesagt, es gibt 8 verschiedene Akzentbänder, das sind die, die wir uns eben gesehen haben, und es gibt verschiedene Grip Shells, 5 Farben. Das haben wir ebenfalls eben schon gesehen, als wir das ausgepackt haben. So, was ist denn jetzt los mit meinem Hals? Was kommt als nächstes? Wollen wir noch Sachen von alten Geräten übertragen? Vielleicht später, brauchen wir jetzt nicht. Hello, Hintergründe, Widgets und Einstellungen. Ja, wir wissen schon, wie das funktioniert. Gut, das ist also das, was uns begrüßt, wenn wir es hochfahren. Angetrieben wird es von einem Snapdragon 410, das ist ein Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz und die Adreno 306 GPU ist ebenfalls mit dabei. Motorola-Geräte sollten oder tun es in den meisten Fällen doch flüssig laufen und so sieht das hier momentan auch aus. Ja, was gibt es hier sonst zu sehen? Wir haben natürlich alles, was Lollipop so zu bieten hat und zwar in der Grundform, das heißt, hier wurde an der Oberfläche nichts gemacht. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich zeige es euch ganz kurz in den Einstellungen. So, über das Telefon. Und hier steht dann 5.0.2. Und wo ist der? Da ist der Lolli, den wir jetzt natürlich in vielen verschiedenen Farben betrachten können. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben eine Anti-Schmutz-Oberfläche auf dem Display. Gorilla Glass 3 bedeutet, vor Kratzern sind wir so, ich sag mal, relativ gut geschützt. Es ist eine IPS-Technologie, das bedeutet, die Blickwinkel sind gut und stark. Sieht man jetzt hier nicht, weil hier meine zwei Strahler stehen, aber ich kann euch versichern, ja, das sieht alles tatsächlich sehr, sehr gut aus. LTE haben wir mit dabei. Für so ein kleines, günstiges Einsteigergerät ist das doch eine sehr, sehr schicke, sehr, sehr nette Sache. Das Display drehen wir mal gerade hoch auf 100%. Dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Spaß sehen. Und jetzt können wir uns auch mal die Blickwinkel angucken. Kommt auf der Kamera gerade deutlich schlechter rüber, als es dann in Wirklichkeit aber ist. 2390 mAh hat der Akku. Und ja, was gibt es sonst noch sozusagen? Ich schaue mal hier auf meinen Zettel.
WLAN 802.11 B, G und N Standard. Videos können wir in 720p aufnehmen. Und ansonsten gibt es noch Bluetooth 4.0 LE. Das bedeutet Low Energy. Gut, wollen wir doch einfach mal ein bisschen schauen, was wir hier so sehen im Gerät. Ihr habt das gesehen, zweimal schütteln und da ist die Kamera. Und jetzt können wir natürlich auch Fotos machen. Drehen Sie zweimal schnell das Handgelenk, um die Kamera zu öffnen. Und mit der gleichen Bewegung wechseln Sie auch zur Kamera an der Vorderseite. Und ihr seht, das funktioniert alles problemlos, zuverlässig und gut. Galerie finden wir auf der Seite, die Einstellung auf der anderen Seite. Soweit nichts Neues. Wir sehen hier unten natürlich alle laufenden Anwendungen. Jetzt gerade ist nichts mehr da, aber wenn wir davon mal ein paar öffnen, dann gibt es hier auch ein bisschen was zu sehen. Können natürlich hin und her wischen und uns anschauen, was wir so geöffnet haben, rüberwechseln oder diese Apps auch schließen. Gut, wir können natürlich noch nichts in den Play Store, weil wir keinen WLAN haben. Ansonsten hier natürlich diese schöne App-Animation, wenn wir den App-Drawer aufrufen, also unser Menü. Schauen wir uns noch mal ganz kurz um, was es hier so gibt. Natürlich hauptsächlich Google-Dienste. So, das sind sie alle. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit dem ersten Eindruck und dem Unboxing des neuen Moto i. Es wird natürlich bald ein Review geben. Das macht dann vermutlich wieder der gute Ballasch, der ohne irgendwelche Stückchen im Hals hier reden kann. Den ihr vielleicht auch lieber seht als mich, ist ja sein Kanal ganz klar kein Wunder. Jo, wir können noch mal ganz kurz durch die Apps gucken, damit ihr nicht sagt, ja, wir hätten gerne ein bisschen mehr gesehen. Und dann werde ich mich auch schon verziehen. Gut, sehr, sehr interessantes Gerät, sehr, sehr coole Sache, dass Motorola sich hier mal wirklich was hat einfallen lassen. Das ist etwas, was ich noch nicht miterlebt habe in der letzten Zeit. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Machen wir nochmal ganz kurz ein Foto, damit es auch was in der Galerie zu sehen gibt. Zum Beispiel mal von dem tollen Karton. Oder ein Video noch besser. So. Ihr seht schon, wir können natürlich in dem Video Pause machen und später fortsetzen. Oder aber wir stoppen das Ganze. Und jetzt noch ein Foto. Dazu reicht es, wenn ihr ganz einfach auf das Display drückt. So, Galerie. Menü, Galerie. So schaut das aus. Wir können hier natürlich nach Fotorolle, also alles einfach nacheinander sortieren. Oder nach Highlights. Oder nach Alben und natürlich können wir auch die Videos hier anzeigen lassen. Jo, das ist also die Ansicht. Wenn wir einfach mal ein Foto herholen, können wir natürlich mit einem Wisch zwischen den verschiedenen Fotos hin und her wechseln. Hier oben können wir das Ganze dann noch ein bisschen bearbeiten, zum Beispiel mit verschiedenen Filtern übersehen. Das Ganze wird hier dann so hochlaufen. Sieht doch sehr, sehr nett aus. Ich kann es natürlich auch zuschneiden, Rahmen drum setzen, spiegeln, ausrichten, ein bisschen was an den verschiedenen Farbwerten regeln. Da gibt es also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir möchten das jetzt aber nicht speichern, da das Ding nicht wirklich schön geworden ist. Wir können auch mit einem einfachen, mit einer Zusammenziehgeste und einem Wisch nach oben Fotos löschen. Und falls wir es eventuell bereuen, können wir das auch wieder rückgängig machen. Ja, gut. Das öffnen wir mit Google Video Player und zwar immer. Gucken wir noch mal ganz kurz ins Menü und zwar zu, na, wo haben wir es? Moto. So, Moto wird zu ihrem persönlichen Assistenten. Bedeutet, natürlich sind hier auch wieder so ein paar schöne Sachen dabei. Zum Beispiel auf verschiedene Bewegungen, was es da für Möglichkeiten gibt. Oder ich regle alles automatisch. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie den Motorola Datenschutzbestimmungen zustimmen, dorthin führen. Ja, wir übernehmen das natürlich alles einfach mal gerne. Nein, vielleicht später. Das kann dann zum Beispiel sowas machen wie Nachtruhe. Ihr wollt zu bestimmten Zeiten einfach nicht gestört werden oder sowas. Dann könnt ihr das hier einstellen. Oder ich helfe Ihnen in Besprechungen, sich zu konzentrieren. Wenn ich eine Besprechung habe, dann wird hier einfach quasi stumm geschaltet sozusagen. Ich biete Infos auf einen Blick.
Das sind einfach sowas wie Benachrichtigungen werden angezeigt, wenn das Telefondisplay inaktiv ist. Das ist eine coole Sache. Dann habt ihr das zum Beispiel einfach so da liegen und dann könnt ihr euch hier trotzdem die Sachen anzeigen lassen. Wie gesagt, das alles kommt dann im Review. Wir können das Ganze normal entsperren oder ins Telefon oder in die Kamera. Und das soll es jetzt wirklich mal gewesen sein mit dem Unboxing, dem ersten Eindruck und auch einem kleinen Hands-on mit dem neuen Motorola Moto E der zweiten Generation mit LTE. Vielen Dank für eure Zeit, abonnieren nicht vergessen und natürlich auch Kommentare schreiben. Das war's. Ciao.